Hallo allerseits. Man kann in GeoGebra Folgen von Objekten herstellen, zum Beispiel eine Folge von solchen Punkten. Die Anzahl der Punkte kann dann zum Beispiel per Schieberegler eingestellt werden. Im Algebra-Fenster zeigt GeoGebra diese Folge als Liste an. Hätte man diese Liste gerne im Grafikfenster, so zieht man sie ganz einfach rüber. Und diese Liste passt sich dann auch dem Schieberegler an. Ich lösche die Liste wieder, so. Man kann auch zum Beispiel eine Folge von Strecken herstellen, deren Anzahl wiederum einstellbar ist durch den Schieberegler. Man kann sogar die Gesamtlänge dieser Strecken hier anzeigen lassen, das heißt die Summe der Längen dieser Strecken. Und diese Gesamtlänge passt sich dann ebenfalls dem Schieberegler an. Auch kann man in GeoGebra eine Folge von Rechtecken herstellen, deren Anzahl wieder eingestellt werden kann durch den Schieberegler. Wir werden sofort sehen, wie man solche Objektfolgen herstellt. Beginnen wir mit einer Folge solcher Punkte. Dazu geben wir diesen Befehl ein. Also Eingabezeile, wir tippen Folge und wählen hier diese vierte Möglichkeit. Der Ausdruck, das ist die Koordinate KK. Also geben wir diese Koordinate ein. So, jetzt Tabulatortaste, Tab, die Variable heißt K, Tab, der Startwert soll 0 sein, Tab und der Endwert. Hätten wir gerne 10 solcher Punkte, dann geben wir hier die Zahl 10 ein. Wir möchten aber, dass die Anzahl dieser Punkte durch den Schieberegler einstellbar sein wird. Also geben wir hier den Namen des Schiebereglers ein, das heißt N, und bestätigen mit Enter. Da ist sie, die Folge von diesen Punkten. Ihre Anzahl ist selbstverständlich einstellbar durch den Schieberegler. Und wir können diese Punkte auch durch Rechtsklick formatieren, so wie wir es wünschen. Zum Beispiel Farbe blau. Kommen wir jetzt zu diesen Strecken. Wir möchten eine Folge solcher Strecken herstellen. Dazu geben wir wieder ein Folge, wählen wieder die vierte Kategorie aus. Der Ausdruck ist eine Strecke und zwar von einem bis zu einem zweiten Punkt. Also klicken wir darauf. Der erste Punkt hat als Koordinate K 0. So, jetzt Tab. Und der zweite Punkt hat als Koordinate K F von K. Jetzt wieder Tab. Die Variable heißt K. Tab, der Startwert ist 0. Tab und der Endwert ist N. Wir bestätigen durch Enter und da ist sie auch, diese Folge von Strecken. Die hätte ich zum Beispiel gerne in Rot, so. Dann auch die Darstellung vielleicht etwas dicker, so. Wir können sie nach Belieben formatieren. Und die Anzahl dieser Strecken ist hier per Schieberegler einstellbar. Jetzt möchten wir noch die Summe der Längen dieser Strecken eingeben. Dazu geben wir hier ein, zum Beispiel S wie Summe, gleich. Jetzt kommt der Befehl Summe, der von GeoGebra erkannt wird. Wir möchten hier die Summe von der Liste dieser Strecken eingeben. Also klicken wir auf diese Auswahlmöglichkeit und die Liste der Strecken heißt L2. Also geben wir ein L2, Enter. Und da unten im Algebra-Fenster, da steht diese Summe.
hätten wir sie gerne im Geometriefenster, dann ziehen wir sie ganz einfach rüber und können auch diese Summe nach Belieben formatieren. Zum Beispiel den Text Fett etwas größer, auch noch die Farbe Rot wie die Strecken selbst. So. Das hier ist also die Summe der Längen von diesen Strecken. Jetzt testen wir mit Schieberegler, ob auch diese Summe angepasst wird. Es funktioniert. Sehr schön. Die Summe brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese Strecken blenden wir aus und kommen jetzt zu den Rechtecken. Wir möchten eine Folge solcher Rechtecke herstellen. Deshalb wieder Eingabe, Folge, vierte Auswahlmöglichkeit. Jetzt zeichnen wir ein Vieleck. Also geben wir ein Vieleck von mehreren Punkten. Klick. Der erste Punkt, das ist der da, der hat als Koordinate, Klammer auf, K, 0, Klammer zu, dann Komma, der zweite Punkt hat als Koordinate diese da, Kf von K, also Klammer auf, K, F von Klammer auf, K, Klammer zu, ich gebe die Klammern lieber manuell ein, weil sonst vertut man sich sehr schnell mit den Klammern, die da oben angezeigt werden. Jetzt wieder ein Komma. Der nächste Punkt ist dieser da. Also Klammer auf K plus 1, F von K. Klammer zu für F von. Klammer zu für die Koordinate. Und jetzt Komma. Jetzt kommt der letzte Punkt, das ist dieser da, also Klammer auf, K plus 1, 0, Klammer zu. Jetzt Tabulatortaste, Tab, die Variable heißt K, Tab, der Startwert ist 0, Tab und der Endwert ist N, Enter. Und da ist sie auch. Unsere Folge von Rechtecken. In der Einleitung waren die blau, Rechtsklick, Eigenschaften, es war, glaube ich, diese Farbe, schließen und fertig. Die Anzahl Rechtecke ist hier ebenfalls einstellbar. Das ist wirklich eine super Funktion in GeoGebra. Durch den Befehl Folge kann man seiner mathematischen Fantasie freien Lauf lassen. Als passende Aufgabe zu den Folgen schlage ich vor, diese Präsentation vorzubereiten. Schaut! Das Intervall AB wird hier in n gleich lange Teilintervallchen zerlegt. Und in jedem dieser Teilintervallchen wird die Mitte bestimmt. Dann wird von all diesen Mitten das jeweilige Bild durch die angegebene Funktion f berechnet und so werden diese Rechtecke konstruiert. GeoGebra rechnet dann die Summe der Flächeninhalte dieser n-Rechtecke. Ich stelle das nochmal etwas zurück. Wir können in dieser Animation sogar die Werte von A und B verstellen und dieser entsprechende Text fährt dann mit. Was wir sogar machen können hier, ist ganz einfach die Funktion ändern. In der Eingabezeile gebe ich zum Beispiel ein f von x gleich x hoch
ein Drittel für die Kubikwurzel plus 5. Enter. Jetzt schauen wir nochmal die Animation. So macht Mathe richtig Spaß, oder?